Ein Mini-Beispiel aber noch für einen Bürgerjournalisten, der unendlich wichtige und extrem professionelle Arbeit macht. Vielleicht kennen das manche, die Tiwak.org. Das ist ein Tiroler Bauer, der im Ötztal sitzt auf seinem Hof und sich zum früher mal Holzmedien gegründet hat in Tirol, auch sehr engagierte, aber der seit Jahren die Tiwak, die große Stromgesellschaft in Tirol, also sowas wie die EVN in Niederösterreich, publizistisch begleitet, extrem kritisch, mit unfassbaren Quellen und unfassbar gut recherchiert. Und was immer in den letzten Jahren über die Tiwak bekannt wurde, stammt de facto aus dieser Quelle. Und er macht das nebenbei. Ein echter Zugewinn. Und wertvoller als sozusagen manche professionelle Medien, die in diesem Land gegen Geld verkauft werden. Zur Person des Markus Wilhelm möchte ich mich nicht äußern. Lady, Tirolerinnen und Tiroler sollen sich dessen Ergüsse im Internet jederzeit anschauen. Hier erübrigt sich jede Stellungnahme. Und wenn man meint, man sollte den Herrn Markus Wilhelm klagen, ich muss Ihnen sagen, selbst wenn es viele klagbare Tatbestände gäbe, auf das Bezirksgerichtsniveau begebe ich mich nicht. Tiwak zieht Notbremse, keine Berater mehr aus der Politik. Was ist ein Berater wert, wenn er ehemals eine politische Spitzenfunktion ausgeübt hat? Über diese Frage diskutiert heute ganz Tirol. Schönen Abend und grüß Gott bei Tirol heute, meine Damen und Herren. Der Ex-Politiker und Berater heißt Konrad Streiter. Das Unternehmen, das er berät, heißt Tiwak und das monatliche Salär dafür beläuft sich auf 18.500 Euro. Das alles zusammengenommen führt heute dazu, dass Ex-ÖVP-Landesrat Konrad Streiter schwer ins Kreuzfeuer geraten ist und vor etwas mehr als einer Stunde bei der Tiwak seinen Hut genommen hat. Seit 2006 ist Streiter bei der Tiwak als Konsulent tätig. Für 18.500 Euro brutto monatlich. Das 3 Jahre lang, wie Kraftwerksgegner Markus Wilhelm veröffentlicht hat. Heute will Streiter nicht mehr vor die Kamera. Es gibt nur mehr eine knappe schriftliche Erklärung. Er wirft erneut das Handtuch. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Ermittlungen rund um den angeblichen Schweinsager von ÖVP-Landeshauptmann Herwig van Staar nach Wien weitergegeben. Laut Martin Kreutner, dem Leiter des Büros für interne Angelegenheiten, soll keine Tiroler Dienststelle in Verlegenheit gebracht werden, in einem Fall zu ermitteln, in den der amtierende Landeshauptmann verwickelt ist. Man ermittle in alle Richtungen, stehe aber noch am Anfang. Obwohl schon 6 Wochen her, habe sich noch kein Ermittler bei ihm gemeldet, sagt Kraftwerkskritiker Markus Wilhelm. Laut einem von ihm veröffentlichten Tonbandmitschnitt soll Landeshauptmann Herwig van Staar den deutschen Ex-Außenminister Joschka Fischer als Schwein bezeichnet haben. Er habe Schweigen gesagt, so van Staar und die ÖVP. Große Ermittlungen, das Büro für interne Angelegenheiten hatte auch extern viel zu tun. Rund um die möglichen Missstände im Innenministerium tut sich täglich etwas Neues auf. Das BIA, das Büro für interne Angelegenheiten, hatte offenbar auch extern viel zu tun. Und so erstreckte das BIA seine Aufgabe zur Aufdeckung interner Polizeiangelegenheiten, etwa auch auf die Suche nach Ex-Kanzler Vranitzky aus und klopfte dafür bei seiner Schwiegermutter im Seniorenheim an. Jetzt stellt sich heraus, dass auch ein Tiroler Publizist im Visier des BIA war. Er hatte sich gegen Kraftwerkspläne des Tiroler Landeshauptmannes Herwig van Staar engagiert und hat noch dazu einen brisanten Tonbandmitschnitt. Es geht um ein Tonband, auf dem Tirols Landeshauptmann van Staar Joschka Fischer ein Schwein genannt haben soll. Hat er nicht schon geantwortet? Und was hat er geantwortet? Das Schwein. Weil viele hier Schwein hören, van Staar aber bloß Schweigen gesagt haben will, wittert die ÖVP Manipulation. Der Publizist Markus Wilhelm hatte das Band auf seiner Homepage veröffentlicht. Gegen ihn leitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein, dann übernimmt das Büro für interne Angelegenheiten den Fall. Bekannt ist, dass der von der BIA beauftragte Gutachter keine Manipulation sieht. Aus der Phrase das große Schweigen könne niemals das Schwein zusammengeschnitten werden. Das Schwein. Das Gericht konnte oder wollte den Schweinsager so nicht hören. Und jetzt steht auch fest, warum. Der Mitschnitt war manipuliert worden, und zwar in jener Behörde, die gegen Markus Wilhelm ermittelt hat. Konsequenzen? Keine. War ja nur ein Computerfehler.
Markus Wilhelm, Bauer aus dem Ötztal, hat Probleme mit einem ausgesprochenen Schwein, einer Verunglimpfung, die er nicht selbst begangen hat, für die er aber trotzdem vor Gericht gekommen ist. Ich habe ja mal Stopp, meine Fraktionsführer, die gefragt, hat er denn schon geantwortet und was hat er geantwortet? Das Schwein, das ist die Realität. Markus Wilhelm hat diese Aufnahme auf seiner Internetseite veröffentlicht. Mit der Frage, hat Herwig van Staar Joschka Fischer, denn von dem war die Rede, ein Schwein genannt? Herwig van Staar ist empört und ermächtigt die Staatsanwaltschaft, wegen Ehrenbeleidigung einzuschreiten. Ich habe eine Verfolgungsermächtigung gegen Unbekannt gegeben und in der Folge wurde dann eine Person von Seiten der Staatsanwaltschaft angeklagt, die mir persönlich nicht einmal bekannt ist. Rund um den angeblichen Schweinsager des Ex-Landeshauptmanns Herwig van Staar in Sölden ist heute in Innsbruck ein Prozess neu aufgerollt worden. Am Landesgericht Innsbruck wurde heute der bekannte TIVA-Kritiker Markus Wilhelm vom Vorwurf der Ehrenbeleidigung freigesprochen. Wilhelm habe die journalistische Sorgfaltspflicht so gut wie möglich wahrgenommen, so der Richter in der Urteilsbegründung. Und wir sind bei weiteren aktuellen Nachrichten. Am Oberlandesgericht Innsbruck ist heute der Freispruch für den Publizisten Markus Wilhelm im sogenannten Schweinsager-Prozess bestätigt worden. Wilhelm war bereits in erster Instanz vom Vorwurf der üblen Nachrede freigesprochen worden. Dieses Urteil wurde heute in der Berufungsverhandlung bestätigt und ist jetzt rechtskräftig. Aber interessanterweise hat genau dieses Bier, und das würde ich gern mit Ihnen klären, bevor wir dann zum Thema unserer Diskussion kommen, festgestellt durch Expertenanalysen, dass Sie im vorigen September den früheren deutschen Außenminister Joschka Fischer ein Schwein genannt haben sollen. Also da muss ich Ihnen gleich heftig widersprechen. Es gibt ein Tonband und das haben jetzt Experten dieses Bier Nein, untersucht. Nein, es gibt leider kein und Tonband. Und es gibt einen Mitschnitt, den Nein, haben leider. Wir alle gehört. Heute wieder das, in der Zeit im Bild, gestern in der Zeit im Bild. Das Original dieses Mitschnittes gibt es nicht. Das ist interessant, weil es hat uns ja, uns allen Zuhörern eigentlich dieser kurze Ausschnitt genügt, wo dieses Wort zu hören war. Für uns alle ziemlich eindeutig, keine Ahnung, was man damit tun kann, wenn man es manipulieren wollte. Aber die Experten des Bier haben festgestellt, es ist nicht manipuliert worden und haben das Wort Schwein ganz deutlich gehört. Ich kenne es nicht, ich kann nur sagen, es ist ein Ausdruck, der mir fremd ist. Beim Van Staar bedanken. Zu Befehl, Majestät, Vormärz. Er hat nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges gemacht. Er hat sich aus der Politik zurückgezogen. Und da sagen wir Dankeschön im Namen des österreichischen Hofes, schütteln wir ihm die Hand. Tirol ist ja ein wunderschönes Land von Star. Haben wir da ein paar Bilder? Sehr wohl, Majestät, Hofbildstelle, bitte. Ja, schön, ne? Was ist das für ein Viech? Das ist ein Adler. Ein Adler, ja genau. Weiter, was haben wir noch? Schau, das ist ein Ding, wie heißt das? Eine Jemse. Eine Jemse, richtig, weiter. Ich würde sagen, oh. Ich würde sagen, das ist ein Fleckvieh. Fleckvieh, ja, weiter. Was ist das? Günter Schimacek mit dem aktuellen Stand der Dinge im Kaunertal. Eine von der TIVA bezahlte Agentur habe den Kaunertaler Bürgermeister Josef Reich im Wahlkampf beraten. Das behauptet Kraftwerksgegner Markus Wilhelm. Alle Betroffenen, also TIVA, die Agentur Hofherr und Bürgermeister Josef Reich, dementieren heute heftig, dass es Nachhilfe auf dem Weg ins Gemeindeamt gegeben habe. Es war eine Geschichte, die viele Menschen, jedenfalls in Tirol, schockiert hat. 6 Stunden lang sei der 81-jährige Ex-Landeshauptmann Alois Bartl nach einem Sturz schwer verletzt in einer Innsbrucker Tiefgarage gelegen und niemand hätte ihm geholfen. Die Leute sind sogar über mich drüber geklettert, hatte Bartl im Juli der Tiroler Tageszeitung erzählt. Der Ötztaler Publizist Markus Wilhelm meldete aufgrund diverser Aussagen schon bald Zweifel an Bartls Version an. Er behauptet, Bartl habe die fraglichen Stunden feiernd im Hotel Europa verbracht und sei erst am späteren Abend mit angeblich 1,9 Promille im Blut in Richtung Tiefgarage gegangen. Dort sei er die Treppe hinuntergestürzt, wo er lediglich 15 Minuten lang gelegen sei.
Schwere Vorwürfe werden gegen den Lebenshilfepräsidenten erhoben. Der Lebenshilfepräsident Hans-Peter Zobel stellt sein Aufsichtsratmandat ruhend. Gegen ihn wurden Vorwürfe erhoben, sich als Notar an Lebenshilfe-Rechtsgeschäften persönlich bereichert zu haben. Zobel fühlt sich zu Unrecht beschuldigt. Ich bin zutiefst verletzt, weil es eine menschenverachtende Hatz gegen eine Person ist. Wer eine schiefe Optik sehen will, der sieht sie. Für mich ist keine schiefe Optik, sondern das kommt immer darauf an, was man Dinge nach bestem Wissen und Gewissen macht und nicht in gewinnbringender Absicht, sondern für die Institution, dass das Beste ist, wenn es Ausweis geben hätte, halt doppelt so viel kostet. Und vielleicht die Qualität wäre auch nicht so gut gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Betrug gegen die Lebenshilfe Tirol. Die Hilfsorganisation hat jahrelang sogenannte Wohnungsrechte an Menschen mit Behinderung verkauft. Laut Kritikern sind diese Wohnungsrechte aber völlig wertlos. Der Präsident der Tiroler Lebenshilfe, ein bekannter Notar, soll an den Verträgen jedoch blendend verdient haben, berichtet das Tiroler Internetblog dietivac.org. Die Lebenshilfe weist alle Vorwürfe zurück. Zwischen 20 und fast 60.000 Euro hat die Lebenshilfe Tirol pro Vertrag kassiert. Die Staatsanwaltschaft in Innsbruck prüft jedenfalls, ob die Wohnrechtsverträge der Lebenshilfe tatsächlich rechtens sind oder ob den Betroffenen unter Vortäuschung falscher Tatsachen Geld aus der Tasche gelockt wurde. Strafrechtlich vermutlich nicht relevant, aber durchaus moralisch zu hinterfragen scheint hingegen die Tatsache, dass der Lebenshilfepräsident Hans-Peter Zobel viele Lebenshilfeverträge über seine eigene Notariatskanzlei abgewickelt und etwa in einem Fall einer großen Erbschaft über 100.000 Euro in Rechnung gestellt hat. Riesenwirbel herrscht derzeit rund um die Wohnsituation von ÖVP-Landesrat Christian Swittag. Im Land zuständig für Raumordnung und Finanzen bewohnt er privat eine relativ günstige Dachgeschosswohnung, die einem Liftgroßunternehmer gehört, wie der Ötztaler Publizist Markus Wilhelm auf seiner Internetseite dietivac.org berichtet. Hier in der Adamgasse auf dem Dach dieses Gebäudes in der Innsbrucker Innenstadt befindet sich die Wohnung auf zwei Etagen. Die Wohnung, die seit zwei Tagen für helle Aufregung in der Tiroler Politlandschaft sorgt. Das ist der Besitzer, Heinz Schulz, Tirols größter Seilbahnunternehmer. Das ist der Mieter, ÖVP-Finanz- und Raumordnungslandesrat Christian Swittag. Und der Tiroler ÖVP-Finanzlandesrat Christian Swittag hingegen wirft gleich das Handtuch. Er ist seit Monaten wegen Vorwürfen, sich bereichert zu haben, in den Schlagzeilen. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Swittag galt als enger Vertrauter des Tiroler Landeshauptmannes Günter Platter. Er war dessen Kabinettschef im Verteidigungs- und später auch im Innenministerium und ist seit 2008 in der Tiroler Landesregierung. Und ich kann es nachvollziehen, dass er keine Freude an der Politik mehr hat. Und wir machen weiter, eben genau mit solchen Regeln für Jagdeinladungen angebracht werden die nämlich allemal. Diese Regeln für die Weidmänner in der Politik, denn Jagen auf Kosten anderer gehen heimische Amtsträger nur allzu gern. Nicht nur die in Wien, sondern auch die in Tirol, wie Martin Pusch und Ernst-Johann Schwarz gleich zeigen. Am 12. August sind wir hochgestiegen, übernachtet und am 13. in der Früh sind wir auf Gams gegangen. Auf dem morgendlichen Pirsch. Ein Tiroler Unternehmer und sein Freund. Er hat sehr gut geschossen und hat auf 300 Meter geschossen, Blattschuss, und hat selber aufgebrochen. Und ich glaube, das kann ein guter Jäger werden, aber wenn die Jagd weiterhin so verteufelt wird, wie in der Presse, wenn man es dauernd liest, und weiß ich nicht, ob er nicht die Freude jetzt schon verloren hat. Und das ist der prominente Jagdgast. Landeshauptmann Günter Platter. Zahlen musste er für den Abschuss nichts. Aber jetzt soll es bald neue Adressendungen geben, wie etwa .Tirol oder .Wien. Die Lizenzen dafür vergibt die amerikanische Internetagentur ICANN. Aber wer bekommt die neuen Adressen? Man könnte meinen, dass sich vielleicht das Land Tirol um .Tirol bemüht oder die Stadt Wien um .Wien. Und tatsächlich legen sich die Landesregierungen richtig ins Zeug. Aber erstaunlicherweise nicht für sich selbst, sondern für ein privates Unternehmen, berichtet Peter Teubenbacher.
Tirols Landeshauptmann Günther Platter hat der ICAN schon einen Brief geschrieben, den der Blogger Markus Wilhelm veröffentlicht hat. Darin empfiehlt Platter eine Tochterfirma des Medienhauses Moser Holding. Sie soll seiner Ansicht nach die neuen Punkt-Tirol-Adressen vertreiben. In Tirol sorgt das für Zündstoff. Der Moser Holding gehört nämlich unter anderem die Tiroler Tageszeitung. Der Landeshauptmann wolle dem Konzern ein gutes Geschäft zuschanzen, meinen Kritiker im Internet, und vermuten ein Gegengeschäft. In Juristenkreisen wird auch noch kritisiert, dass sich Platter ohne Interessentenausschreibung und ohne Landtagsbeschluss für ein Unternehmen entschieden hat. Der Landeshauptmann will dazu kein Interview geben. Aus seinem Büro heißt es nur, man werde den Landtag dann damit befassen, wenn es zu einer Entscheidung kommt. Aber dann ist es ohnehin zu spät. Die Bewerbungsfrist ist nämlich längst abgelaufen. Man kann mit einiger Gewissheit sagen, dass es in ganz Tirol keinen Menschen gibt, der in der ÖVP-Spitze derart verhasst ist wie ein Bergbauer aus dem Ötztal. Aber die intensive Abneigung beruht durchaus auf Gegenseitigkeit. Seit Jahren quält der Bergbauer und Publizist Markus Wilhelm die Tiroler ÖVP auf seiner Webseite dietiwag.org mit Enthüllungen über kleine und große Affären. Helmut Mader, Ex-ÖVP-Landesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter, Ex-AAB-Landesobmann, Ex-Landtagspräsident, ist heute aus der ÖVP ausgetreten. Er sei persönlich enttäuscht von seiner Partei, lässt Mader heute in einem offenen Brief wissen. Helmut Mader war in den letzten Wochen aufgrund seines Gratis-Wohnrechts und anderer Ungeklärtheiten im Zusammenhang mit seiner Wohnung in Innsbruck nicht nur öffentlich, sondern auch parteiintern schwer unter Beschuss geraten. Als Causa Mader wird die Affäre rund um das Gratiswohnrecht von ÖVP-Urgestein Helmut Mader in die Politgeschichte eingehen. Dazu gehört seit heute auch Maders ÖVP-Austritt. Der Ring des Landes, den das Land Tiroler seine höchste Auszeichnung an Helmut Mader verliehen hat, wird von Maders Familie morgen ins Landhaus zurückgebracht. Das hat Landtagspräsident Herwig van Staar offiziell bestätigt. Die Tiroler Politik gibt derzeit ein schlechtes Bild in den Augen der Bevölkerung ab. Zurückzuführen sei das auf die Causa Helmut Mader, sagt heute der bekannte Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Die Affäre rund um die Gratiswohnung des Ex-ÖVP-Spitzenpolitikers schade natürlich den Betroffenen, schaden würde sie auch der Tiroler Volkspartei und dem Ansehen der Politiker ganz generell. Also es gibt so ein Vorurteil, die Politiker richten sich alles, die Politiker scheren sich nicht um Regeln, mögen die nun gesetzlich oder ungeschrieben bestehen, und das ist jetzt quasi bestätigt. Über die weitere Vorgangsweise in der heiklen Causa Mader beraten die Parteigremien der ÖVP. Nach dem ehemaligen Landtagspräsidenten und nach dem TIWAG-Chef ist in der Debatte um Politiker- und Managergehälter in Tirol jetzt ein Abgeordneter im Fokus. ÖVP-Landtagsabgeordneter und TIWAG-Betriebsratschef Anton Pertl will sich jetzt sozusagen selbst reglementieren. Der Mehrfachfunktionär und Mehrfachgehaltsbezieher will auf einen Teil eines seiner Gehälter verzichten. Zuletzt hat der Publizist Markus Wilhelm in seinem Blog die TIWAG.org auf die Stadt Innsbruck Pension von noch TIWAG-Chef Wallnöfer hingewiesen. Jetzt hat er den wörtlich Ämter- und Gehälter-Multi Anton Pertl im Visier. TIWAG-Betriebsratschef, ÖVP-Abgeordneter, Funktionär in AK und ÖGB sowie ÖVP-Vizebürgermeister in Völs. Der Bezug aus allen bezahlten Ämtern bisher über 18.000 Euro brutto. Einen Knalleffekt gibt es heute in Sachen Bezüge-Diskussion. Anton Pertl legt völlig überraschend sein Landtagsmandat zurück. Erst gestern war der ÖVP-Abgeordnete und TIWAG-Betriebsratschef aufgrund seiner Mehrfachämter und Mehrfachbezüge in die Kritik geraten. Heute zieht er die Konsequenzen und das tut auch Parteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter. Denn innerhalb der Tiroler Volkspartei, da rumort es gewaltig. Der Fall Mader, der Pensionsbezug von Bruno Wallnöfer und dann der Ämter- und Gagenmulti Anton Pertl. Mehr hat es nicht gebraucht, um das Ansehen der Volkspartei zu ramponieren. Das weiß auch Parteiobmann Günther Platter. Da sind einige Fälle aufgetreten, die äußerst peinlich sind und ein Schaden ist für die Tiroler Volkspartei und aber auch für die gesamte Politik. Angeblich nicht auf Druck der Partei, sondern aus eigenen Stücken hat Pertl heute sein Landtagsmandat zurückgelegt. Sie ist die Traditionskapelle Tirols, die Original-Tiroler Kaiserjägermusik. Doch derzeit gibt es Misstöne. Es geht um bisher rätselhafte Überweisungen, die der Kassier getätigt haben soll. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn
und gegen den Obmann, den renommierten Kapellmeister Hannes Abfolterer. Wegen des Verdachts der Untreue, Abfolterer selbst sieht sich einer Schmutzkübelkampagne ausgesetzt. Alles begann mit einer Moskau-Reise. Die Original-Tiroler Kaiserjägermusik spielte auf dem Roten Platz auf. Da war die Welt noch im Gleichschritt. Unter der Leitung von Obmann und Kapellmeister Hannes Abfolterer. Kost und Logis zahlte der Gastgeber, Flug- und Transportkosten von über 40.000 Euro berappte die Kaiserjägermusik. Doch nun kommt der Duscher. Aufgrund eines Internetberichts ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Obmann und Kassier. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund dieser Internetberichterstattung auf der Seite ditivag.org Ermittlungen eingeleitet. Nach dem dortigen Bericht besteht der Verdacht, dass ein Mann, der als Kassier beim Verein beschäftigt ist und zugleich Buchhalter bei einem Elektrounternehmen war, da Zahlungen veranlasst hat an die Vereinskasse dieses Musikkapellenvereins, die ohne Wissen und ohne Wollen des Elektrounternehmens erfolgt sind. Der Tiroler FPÖ-Funktionär und ehemalige Präsident der Tiroler Apothekerkammer, Martin Hochstöger, ist heute wegen des angeblichen Besitzes von Nazi-Devotionalien in die Kritik geraten und hat prompt seine Funktion im Landesparteivorstand zurückgelegt. Auf der Homepage des Tiroler Publizisten Markus Wilhelm werden die Vorwürfe mit Fotos belegt, unter anderem von dieser Gedenktafel mit einem Hitler-Zitat. Hochstöger wollte gegenüber ORF Tirol keine Stellungnahme abgeben. Die Staatsanwaltschaft prüft den Sachverhalt. Zu einem ehemaligen SPÖ-Landesvorsitzenden, der gerade für eine, sagen wir, schiefe Optik gesorgt haben soll. Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter Hannes Gschwendtner. Der Publizist Markus Wilhelm warf Gschwendtner auf seiner Homepage einen Insider-Zugriff auf ein Luxusdomizil vor. Der neue Heimatgeschäftsführer Hannes Gschwendtner hat heute alle Vorwürfe rund um einen Wohnungskauf zurückgewiesen. Seine Frau kaufte vor Jahren um rund 480.000 Euro eine von vier nicht geförderten Wohnungen bei der neuen Heimat. Die Wirtschaftskammer sagt dazu, dass diese Wohnung am freien Markt um 100.000 Euro mehr kosten würde. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Kostet die MeToo-Debatte auch in Österreich einen mächtigen Kulturmanager seinen Job? Das könnte sich morgen entscheiden. Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe werfen zwei Sängerinnen im ZIP2-Interview dem Leiter der Erler Festspiele Gustav Kuhn vor. Es sind schon massive Vorwürfe, die da gegen den Leiter der Festspiele Erl in Tirol erhoben werden. Von regelrechter Sklavenarbeit ist da die Rede, von Schikanen und von sexueller Belästigung. Diese Anschuldigungen von früheren Mitarbeitern des renommierten Tiroler Musikfestivals hat der Blogger Markus Wilhelm in den letzten Wochen auf seiner Website veröffentlicht. Ins Rollen kam all das durch einen Tiroler Blogger, auf dessen Seite schwere Vorwürfe gegen Kuhn bis hin zur sexuellen Nötigung erhoben werden. Allerdings anonym. Ja, zuerst muss ich also schon auch meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, dass Beschuldigungen, die auf einer Website gepostet werden, die sich ausschließlich auf anonyme Vorwürfe stützen, plötzlich einen Wahrheitsgehalt bekommen sollen. Das finde ich rechtsstaatlich etwas bedenklich. Jetzt sind im Rahmen dieser Vorwürfe, die eben über die Internetseite von Markus Wilhelm anonymisiert transportiert werden, auch Vorwürfe in Richtung sexuellem Fehlverhalten enthalten. Wie gehen Sie als Landesrätin damit um? Ja, wir gehen damit folgendermaßen um, dass wir für volle Aufklärung und Transparenz stehen. Schon im Frühling hat der Tiroler Blogger Markus Wilhelm schwere Vorwürfe gegen den künstlerischen Leiter der Festspiele, Gustav Kuhn, veröffentlicht. Von schwerer Ausbeutung und sexuellem Missbrauch war da die Rede. Kuhn und der einflussreiche Festspielpräsident Hans-Peter Haselsteiner haben das alles kategorisch bestritten und den Blogger mit Klagen eingedeckt. Aber vergangene Woche haben fünf Künstlerinnen unter vollem Namen einen offenen Brief geschrieben. Über anhaltenden Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe, über Mobbing, Bloßstellung und Schikane. Seither werden die Rufe nach Suspendierung des Festspielleiters immer lauter. Morgen berät der Stiftungsvorstand. Stimmen diese Vorwürfe oder stimmt ein Teil davon? Die Vorwürfe stimmen mit Sicherheit nicht. Das heißt, sie sind erfunden? Ich habe Herrn Kuhn gefragt, ich habe den Professor gefragt und er hat die Vorwürfe
sehr glaubwürdig bestritten. Etwas, das Sie jetzt gesagt haben, stimmt definitiv nicht. Es wurde ihr nämlich für die Aufführung heuer in der Götterdämmerung die Rolle der Brünnhilde angeboten. Es gibt ein schriftliches Dokument dazu an ihren Agenten. Das hat der Blogger Markus Wilhelm veröffentlicht. Auf seiner Website kann man dort nachlesen. Ja, den Blogger, der das alles bekannt gemacht hat, dem haben sie gleich 12 Klagen geschickt, ohne dass er einvernommen wurde. Also sie sind ja an sich beim Klagen relativ schnell. Ja, aber dazu müssen Sie auch dazu sagen, dass gegen den Blogger 4 einstweilige Verfügungen mittlerweile ergangen sind, die auch rechtskräftig sind und die Prozesse laufen. Ja, aber er hat noch kein Verfahren verloren. Sie haben 2 Klagen über 100.000 Euro Streitwert zurückgezogen, bevor eine Zeugin ausgesagt hat. Und damit nach Österreich. Für seine Fans ist er ein begnadeter Musiker, inspirierender Lehrer und großzügiger Mentor. Für seine Kritiker ist er ein egomanischer Tyrann, der immer wieder Mitarbeiterinnen, vor allem Sängerinnen, sexuell belästigt und Mitarbeiter massiv gedemütigt haben soll. Es geht um Gustav Kuhn, den Gründer und langjährigen Leiter der Festspiele in Erlin-Tirol. Und der streitbare Maestro ist jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Was mich total kränkt ist, dass ich sowohl Ihrem Lieblingsblogger, dem Herrn Wilhelm, als auch Art Bad Fair, als auch der Frau Kuhnmann sofort angeboten habe, Moment, Kinder, was ist denn hier los? Kommt doch nach Erl, kommt nach Erl, wann immer ihr wollt. Der neueste Vorwurf ist jetzt heute von Markus Wilhelm, dem Blogger. In Italien betreiben Sie auf diesem Kloster bei Lucca Ihre Sängerakademie und der überweisen die Erl-Betriebsgesellschaft, wo Sie nach wie vor Geschäftsführer sind, jedes Monat 12.000 Euro und zwar, wie auf der Zahlungsbestätigung steht, ohne jede Gegenleistung. Wird da mit staatlichen Subventionen für Erl Ihre private Sängerakademie finanziert? Nein, erstens sind es einmal 10.000, erster Punkt, aber das also spielt jetzt nicht die Rolle. Und das Zweite... Also ich habe da eine über 12.000. Hat der Herr Wilhelm heute veröffentlicht. Ja, also wir zahlen 10.000, wir haben es jetzt überprüft. Aber um diese 2.000 ist es ja auch nicht, geht es ja auch nicht. Große Aufregung gibt es weiter um die Causa Schrott. Der Tiroler VP-Nationalratsabgeordnete Dominik Schrott ist wegen eines Gewinnspiels im Wahlkampf unter Beschuss geraten. Wie Blogger Markus Wilhelm auf seiner Internetseite meldete, soll ein falsches Facebook-Profil von Schrott den Hauptpreis gewonnen haben. Schrott trennte sich daraufhin von der verantwortlichen Agentur. Die Wogen gehen trotzdem hoch. Dominik Schrott ist Obmann der jungen ÖVP Tirol und er gilt als enger Vertrauter von ÖVP-Bundesparteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Dieser sieht nach dem Ministerrat heute keine Notwendigkeit für weitere Konsequenzen. Das ist sehr unehrlich gewesen, was hier stattgefunden hat. Und ich bin daher der Meinung, dass es auch richtig war, dass der Abgeordnete Dominik Schrott hier sehr schnell auch darauf reagiert hat. Damit hat der Tiroler ÖVP-Abgeordnete Dominik Schrott wohl nicht gerechnet, dass ihn ein scheinbar harmloses Facebook-Gewinnspiel aus seinem Vorzugsstimmenwahlkampf letzten Herbst jetzt noch in arge Probleme bringen könnte. Aber das Gewinnspiel war offenbar gefaked und die Siegerin frei erfunden, wie der Tiroler Blogger Markus Wilhelm herausgefunden hat. Schrott gibt seiner Werbeagentur die Schuld, bei der er allerdings damals angestellt war. Tiroler ÖVP-Abgeordneter, jung und aufstrebend. Und das ist die Homepage des Tiroler Aufdeckers Markus Wilhelm. Und die kommt dem Aufstieg von Dominik Schrott nun in die Quere. Aufgedeckt. Während meines Wahlkampfs habe ich auch mit einem Gewinnspiel ein bisschen Aufsehen erregt. Der 29-Jährige soll seinen Vorzugsstimmenwahlkampf mit gefakten Gewinnspielen bestritten haben, bei denen es eigentlich nichts zu gewinnen gegeben hat. Herzlichen Glückwunsch, liebe Karin K. Und auch keine Karin K. Schrott zählt als Obmann der jungen ÖVP Tirols zum engen Umfeld von Sebastian Kurz, war bis zum Vorjahr auch dessen Stellvertreter. Wir sind happy, dass wir so einen starken Bundesobmann haben. Ich bin froh, dass die junge ÖVP in Tirol so gut aufgestellt ist und bin dem Dominik Schrott dankbar für die Arbeit, die da geleistet wird.